Hallo und herzlich willkommen zum ersten Unboxing-Video von Outlaws of Thunder Junction. Ich bin's, euer Patrick, und wie immer fangen wir mit einem normalen Display, also in dem Fall jetzt ein Play-Booster-Display an, auf Englisch, weil ich das bevorzuge. 36 Booster, das Beste von Draft und Set-Booster in einem vereint. So steht es zumindest auf den Boostern, ihr werdet es gleich sehen. Ja, ich habe hier daneben an gleich liegen die Buy-A-Box-Promo, weil, ja, früh genug dran, deswegen die Buy-A-Box-Promo. Was haben wir da drinnen? Wir haben was zum Scannen und die Draft-Archetypen, interessant, ja, okay, E10, also zweifarbige Archetypen und dann halt die 36 Play-Booster, the best of Draft and Set-Booster. Was habe ich gesagt? Da steht's, ich habe schon gewusst, ich habe schon einen Booster in der Hand gehabt. Ansonsten die Schachtel, ja, ganz normal. Oko, Oko, Oko everywhere. Oko ist the man of the hour. Zumindest wenn es ums Artwork des Sets geht. Kurze Buy-Box-Promo. Magda, die Schatzhüterin. Wer unsere Set-Spotlight gesehen hat, da haben wir die Magda auch behandelt. Finde sie ganz gut eigentlich. Das Artwork ist zwar weniger Magda und mehr dieser Skorpion-Drache. Was aber jetzt kein Nachteil ist, weil der Skorpion-Drache irgendwie sehr cool und böse aussieht. So. Booster. Ich werde nicht länger herum eiern sozusagen, sondern fangen wir an. Schubbooster gehen gut auf, das gefällt mir. Ich schätze mal, Booster sind made in Belgium. Made in Belgium, das sage ich. So, wie immer, ein bisschen höher, wenn ich mehr Platz habe. Wie immer über die Commons gehe ich ja die Flott drüber. Wir haben hier in dem Fall jetzt 7 Commons, das kann ja variieren, die Anzahl der Commons. Wir haben 3 Uncommons, das können 3 bis 4 sein. Dann habe ich hier die erste Rare, Saturo, der Infiltrator, der Ninjitsu-Verbesserer sozusagen. Dann, bitte, die erste OTP-Karte, das ist eine dieser Reprint-Karten, die wir im Set-Spotlight nicht gemacht haben, weil es sind, glaube ich, 65 oder so sind es, glaube ich, Reprints. Ja, Cruel Ultimatum ist eine davon, das ist schon ziemlich cool. Diese Artworks an und für sich finde ich jetzt nicht so geil, habe ich hier auch im Set-Spotlight gesagt, aber ja. Zumindest eine zweite Rare. Dann haben wir eine Foil. Als Foil habe ich ein Bounding Feli da. Ist okay. Ein Mount sozusagen. Und dann haben wir ein normales Basics und eine Artkarte mit dem Tiny Bones, seinem Beitritt in den Verein der Bösen. ja, erster Booster, zwei Rares. 5 Rares, glaube ich, ist das Maximum. Also schauen wir mal, ob wir das schaffen. Aber ja, also 5 ist schon eher sehr gut, aber da habe ich schon wieder mal 2. Gleich 2 aus dem normalen Set, einmal Vadmir New Blood, den haben wir ja gar nicht gemacht, und Hell to Pay, das haben wir auch nicht gemacht. Obwohl es 2 Rare sind, Hell to Pay finde ich jetzt eher, ja, ist halt ein Removal Spell, wo du, wenn du mehr zahlst, dich rampen kannst, okay. Und Vadmir, dadurch, dass du Crimes committen musst und dann ist nur einmal triggert und ja, dann er halt besser wird. Ja, dann habe ich jetzt nicht so beeindruckend von, oh, dann habe ich gleich eine Big-Karte, das ist nice, die dritte Rare, also schon mal der 3-Rare-Booster, ein Torpor-Orb, haben wir natürlich nicht gemacht, weil ein Reprint, aber grundsätzlich eine coole Karte und ich finde das Torpor-Artwork da auch sehr nice, muss ich gestehen. Dann im OTP-Slot mal keine Rare, sonst hätte ich gleich den 4-Rare-Booster gehabt, aber hier einfach eine Ankommen, Hypto-Sizzle, ja, sagt mir jetzt gar nichts, aber whatever. Und im Foil-Slot leider auch keine Rare, also bleiben wir beim 3-Rare-Booster. Ein Scuttle. Was? Scuttle? Skull? Duggery. So, mir ist auszubringen. So, fürs Limited finde ich das eine gute Karte. Und im Land-Slot haben wir hier eins von diesen neuen Dual Deserts Shock. Also ich schieße meinen Gegner, Länder, whatever. Können ja auch im Landslot sein, genauso wie die Full Arts im Landslot sein können. Und eine Werbung, das kann halt auch noch immer in diesem Special Slot sein. Warum sie das nicht aufgeben, verstehe ich nicht. Aber bitte. So, dann haben wir hier wieder 7 Commons, das heißt 3 Uncommons. Chup, chup, chup. Na, was sage ich? Dann haben wir hier, oh, wieder, ich habe immer 2 Rares mindestens. Einmal Kabal, den ich ja sehr gut finde. Macht einfach enorm viel. Sowohl wenn man selber ein Token-Deck ist, aber auch einfach wenn die Gegner Tokens machen, in welcher Form auch immer. Und Skullcrack ist eine Rare in der Zwischenzeit, finde ich interessant. Aber
Ja, das Artwork interessant, aber nicht weiter rare. Sagt man nicht nein. Und Says the Secrets. Ah, okay, da kann man für 2 Mana 2 Karten ziehen, wenn man einen Grime committed hat. Leider noch immer Sorcery. Das heißt, ich kann nicht countern und dann 2 Karten ziehen. Also kann ich schon, aber in meinem Zug countern ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass das passiert. Eine Plains, die finde ich auch ganz hübsch. Und der erste normale Token, ein Blood-Token. Ich habe auch schon. Es gibt hier nicht viele Tokens. Zeige ich das nochmal her. Weil das dieser Blood-Token ist ja ein Big-Token. Weil es gibt natürlich Token jetzt für Big, es gibt Token fürs normale Set und es gibt Token für OTP. Weil es gibt ja überall Karten, die Token erzeugen. Also Token-Mania! Ja. Holy cow. Ich hätte diese Karte gemacht, hätte ich die Set-Spotlight mit Christopher gemacht hat, weil ein Kuhengel, ich meine, gibt's was Geileres, aber nachdem der Matthias ihn mit mir gemacht hat, habe ich mir gedacht, ich beherrsche mich und lass dich holy cow mal dahin. Oh, die erste Wanted-Karte, nice. Die sind ja wirklich rare. Also, wie gesagt, wir haben im Shop schon Booster geöffnet und weiß ich's. Und das aufzumachen ist schon, da bin ich jetzt schon an der Lucky-Seite. Und ich muss sagen, dieses Gießer-Bild ist super lol. Wenn man die Gießer normal sieht, das finde ich sehr lustig, das Gießer-Bild. Sehr cool. Und die Karte ist ja auch nicht schlecht. Also, nice. Hindering Light, ein Ankommen. Prosperity Tycoon, noch ein Ankommen. Oh, man sieht, man kann auch im Landslot eine Foil haben. Das heißt, die Foil, also man kann 2 Foils haben, eben im normalen Slot und im Landslot. Dann ist es halt eins der Länder. Ist eh klar, offensichtlich. Und wieder eine Artkarte. Da, das war der erste Booster mit nur einer Rare. Dafür war es halt Mythic und eine Wanted-Karte. Das heißt, auch sehr gut, weil halt sehr selten diese aufzumachen. Geh auf. So. Wieder einiges an Commons. Shot the Sheriff, sehr cool. Da Grizzly. Die Stoic Sphinx haben wir gemacht. Finde ich noch immer ganz gut. Repulse im OTP-Slot. Und ein Drove Grizzly im Foil. Schaut ganz gut aus. Und ein ist von diesen neuen Deserts. Und ein Mercenary. Ja, die gibt's. Ich. Die machen so viele Karten, machen diese Mercenaries und ich finde diese Mercenaries an und für sich nicht so toll. Vor allem, weil es activated ist, es only as a sorcery. Das ist es halt. Wenn man es auch als Instant machen könnte, dann hätte es halt, wäre es ein Combat-Trick. Deswegen interessanter oder ein Combat-Trick. Man könnte halt den Combat manipulieren, aber mit dem nur als Instant finde ich das irgendwie doof. Nur als Sorcery finde ich irgendwie doof. Lava Spur Boots, haben wir ja auch gemacht. Ah, das war diesmal der 4-Ankommen-Booster. High Noon. Haben wir nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ein Rule of Law ist jetzt für Standard nicht so interessant. Aber eigentlich mit den ganzen Plot-Spells vielleicht gar nicht so schlecht, weil du kannst natürlich deine ganzen Spells plotten, in einen Spell spielen, einen Spell plotten und dann irgendwann halt für 5 Mana was abschießen und dann all deine geplotteten Spells ins Spiel slammen. Kann schon ganz geil sein. Also ist. Oh! Und noch eine Rare, diesmal noch eine Mythic gleich, Crackle with Power. Ja, kennen wir. Es tut mir leid, Entschuldigung. Outlaws Fury als Foil und die erste Full Art Basic im Western Design und gleich eine Plains, die ich ja sehr hübsch finde. Und noch ein Mercenary. So. Wir sehen, 3 Landslots, 3 Haufen. Bam. So. Wenn ich die Karten aufmache, dann werde ich dazu was sagen, und zwar welche Karten meine ich. Diese, genau, Roadrunner haben wir gemacht. Ich lege ihn jetzt mal auf die Seite, weil was wir nicht gemacht haben, ist den Kojoten, den es auch gibt. Und da bin ich von meinen Kollegen ziemlich gehatet worden. Ich finde, ich habe den Kojoten nicht so cool gefunden, aber ja, natürlich, wenn ich ihn aufmache, zeige ich es. Gidrock haben wir gemacht. Dust Bowl, bitte. Noch meine von den Eilmeldungen sozusagen. Ups, da ist. Oh, noch ein Foil Rare. Der 3 Rare, also Mythic Rare Rare Booster. Nicht schlecht. Malcolm DRS haben wir, glaube ich, auch nicht gemacht. Ist ganz okay, weil du halt mit dem Plot relativ schnell den Second Spell machen kannst, aber dadurch, dass du halt investigatest, da brauchst du wieder Mana, um das zu zahlen. Ja, fand ich ihn nicht gut genug, um ihn zu behandeln, weil wir ja jetzt einen noch von den Spellländern. Oh, Zombie Rogue, der sieht krass aus. Steppert. Wie viele Arme kann man haben und wie viele Messer? Weil man ja relativ hart jetzt immer Karten in den Set Spotlights, also ich immer Karten im Vorfeld,
damit die Videos einfach nicht zu lang sind, damit es halt immer so, man sich jeden Tag 10, 15, tops 20 Minuten was anschauen kann. Also das Zahlen-Fakten-Video ist immer das längste, glaube ich. Aber ja, damit man halt bite-sized, sage ich jetzt einmal, sich das reinziehen kann und nicht, oh, Lost Jitte, nice, nicht ewig vom PC sitzen muss oder vom Handy. Dann Write Down. Ich finde Write Down in dem Set natürlich sehr passend, ja. Finde ich gut. Oh, das habe ich jetzt Mix-up gemacht. Bist ein Rare, du gehörst eigentlich da nach unten. So. Wrangler of the Damned. Das ist eigentlich ein cooles Artwork. 5 Mana 1, 4 ist natürlich nicht so aufregend. Ein Mountain und ein Meteorite. Ja, es gibt ja eine Karte, die macht Meteorite-Token. Why not though? So, Shifting Grift, finde ich auch gut, haben wir behandelt. Vier Uncommons, ein Tiny Bones joins up und ein Unlicensed Heresy. Das finde ich cool. Da finde ich das Artwork geil. Also es gefällt mir gut. Gefällt mir besser als das Heresy aus Südsinn für Cabana. Aber wenn man sagen muss, überhaupt in diesen Big News, nein, diesen Eilmeldungsslot, keine Ahnung, wie das jetzt mehr heißt. Schon wieder vergessen, das ist ja Big News. Finde ich es relativ viele von den von Streets of New Cabana Reprints drin, was ich ein bisschen sad finde, weil ja beides noch Standard ist und so. Aber okay. Outlaw Medic und eine Braid Buffs und eine Art Karte. Und das habe ich wieder aus dem falschen. Ich tausche jetzt, kommen die Rares nach oben. So, dann sind das alles Rares und Mythics und Fancy und ich versuche einen Plan zu haben. So. Chips, Chips, Full Steam Ahead. Form a Posse. Fiddlebop. Humiliate. Nach unten. Und ein Foil Repulse. Und ein Foil Festering Clutch. Und eine unterschriebene Karte. Okay. Der Bär mit Unterschrift. Verlangt seine. Will einen eigenen Stapel. So. Du kommst auf die andere Seite. Dann kommt der Bär daher. Festering Clutch. In Glitzer, Glitzer. Die Länder finde ich ja, finde ich für Draft ganz okay. Außerhalb von Draft, ja, ich meine, wenn irgendwer ein hartes Desert-Thema hat, kann man das natürlich spielen. Scheiße. No Cards hier. Also ich habe ein Mercenary und eine Commons. Also die zwei habe ich gerettet, der Rest ist am Boden. Ich komme gleich wieder. Da bin ich schon wieder. Also, wir haben hier noch eine Common, noch eine Common, eine Uncommon, noch eine Common. Die Foil ist Vengeful Townfolk. Okay. Noch eine Common, eine Rare mit Wily Duke. Dann haben wir hier die den Slot, noch zwei Commons, noch ein Uncommon, noch ein Uncommon und das Land. War nicht so aufregend, nichts passiert. Wäre da jetzt eine Foil Wanted Card drin gewesen. Das wäre eher so bitter gewesen, ja. Weil die sind super mega rare in diesen Boostern. So. Oh, ein Pontanical Sanctum. Sehr nice. Gefällt mir gut, diese neuen Artworks, muss ich gestehen. Finde ich sehr hübsch. Oh, ein Annie Flash, der Veteran. Oh, ein Omenpath Tyranny. Oh, ein Ionize. Das hätte eine Rare sein müssen, dann hätte ich den Bonkers gemacht jetzt. Ich meine, zwei Mythics, zwei Rares ist schon sehr gut, aber. Die Foil hat es mir eine gehaut. Aber gut, wir beschweren uns nicht, wenn wir in einem Booster vier Rares haben oder zwei Rares, zwei Mythics, um genau zu sein. Und gar keine schlechten, muss man jetzt sagen. Einer ist zur Zeit lang gespielt worden, das Counterspell. Botanical Sanctum wird gespielt. Any Flash finde ich okay, wir haben sie nicht gemacht, weil sie halt, ja, finde ich sehr Commander ist, halt mit 6 Mana und so. Und Omenpath Tyranny finde ich auch sehr lustig eigentlich. Wobei das Problem ist halt bei Omenpath Tyranny, ja, wenn das halt deine Länder, also wenn das stirbt, dann sind deine Länder weg und du kommst nie wieder dazu. Ist halt ein bisschen gefährlich. Sehr gefährlich. Ornith Tumbleweg. Einer, der wieder mal was mit Token macht, also mit Marken. Heartless Pillage. Trickshot.
Das, wie hat der Film geheißen mit der Angelina Jolie, wo sie um die Ecke geschossen haben? So, das erinnert mich das. Eine Full Art Insel und, was bist du? Metamorphic Blast als Artkarte. So ein Drittel durch. Naja, circa 15 Minuten. Naja, gut. Schau mal, ob ich ein bisschen. Wenn mir nichts mehr runterfällt, werde ich vielleicht schneller sehen. Ah, da haben wir den Kanikoyoten. So, einen Moment, innehalten. Weil diese zwei Bilder, wenn man genau schaut. Einen Moment. Wenn man das vor allem ein bisschen mehr überlappt, dann sieht man es noch leichter. Verbinden sich zu einem Bild, weil hier sind die Schwanzfedern vom Roadrunner. Der Coyote jagt den Roadrunner. Eigentlich hätte man den Coyote auch machen müssen, weil es einfach cool ist, dass das halt, dass sie beides reingegeben haben. Ich finde den Coyoten halt schon wesentlich schlechter. Ich meine, der Roadrunner ist nicht besonders, aber ich habe den Roadrunner einfach witziger gefunden, weil, ja, map, map, als den Coyoten. Aber ja, you saw it here, ich habe es nachgeholt. Ich hoffe, das beendet den Hate, den ich von meinen Kollegen gekriegt habe. Ob ich Hate und ein Video gekriegt habe, weiß ich nicht, weil das Video ist nicht draußen. Sage ich auch ganz ehrlich, wie ich jetzt das Unboxing mache. Deceiving Denial, okay, da war eine Rare, das war Brustal. Stage Coach Security, wieder eins von den Deserts und ein Food. Das ist eher grauslich, dieses Dosenfutter, was da samt Dose reingehauen haben, nämlich. So, Rust Rampage. Nochmal Skitrock, hatten wir schon. Pack for More. Eigentlich Back for More. Rusted Rampage, Forest und eine Bat. Und das war ein Rare Booster. Das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt, dass da nur eine Rare der Mythic drin sein kann. Ich hatte immer 2, 3, 4. Chop, Visage Bandit. Diesmal wieder mit 3 Uncommons. Malcolm, aber dafür gleich mal mit 2 Rares. Malcolm the Ice hatten wir vorhin in Foil schon. Fel the Mighty. Naisu. Und Gizzard the Hellraiser, noch eine Mythic. Wieder der 3 Rare-Mythic Booster. Sehr geil. Und ein Foil Swamp von den Full Art Swamps. Sehr nice, auch schön. Ja, finde ich ja cool. Ich habe eben im Set Spotlight gesagt, mich finden sie alle gut. Bis auf den Forest, weil ich den halt relativ schwer zum Erkennen finde. Und finde ich einfach schade. Das glaube ich, hätte man besser machen können, damit es halt. Ja, einfach besser in diesen Cycle passt. Vier Uncommons, man hat schon gemerkt, es waren weniger Commons. Nur scheinbar nur eine Rare. Luffing Jasper Flint, ein Fling. Und ja, Dance of the Tumbleweed. Finde ich auch sehr witzig, so by the way. Und ein Bristling Backwards. Und das ist der grüne Dude. Irgendwas mit B. Keine Ahnung mehr. Namen, Schall und Rauch, das ist leider echt ein Problem bei mir. Ah, auch da wurde ich ein bisschen gehatet, dass ich den nicht gemacht habe, aus LOL-Gründen. Der Lone Shark, ja, der halt auch ein Shark ist. Ist natürlich witzig, aber die Karte ist halt, ja, ist halt eine 3-4, die man für 3 plotten kann. Dann, wenn man einen zweiten Spell gecastet hat, wenn er kommt, dann zieht man eine Karte. Also mit Plot funktioniert das. Für Limited sicher ganz witzig und halt witzig von der Idee. Also bitte, nachgeholt. Akul, den finde ich sehr gut. Hostile Investigator finde ich auch sehr gut. Murder finde ich okay. Highway Robbery schaut nice aus. Und eine Insel und ein Dinosaurier. So, wie haben wir da? Jailbreak Scheme. Vier Uncommons habe ich schon gespielt. Top. Ein Rico of Many Paths. Ein Reanimate. Ich habe gar nicht gewusst, dass Reanimate, das ist mir da gar nicht aufgefallen. Ich muss gestehen, ich habe mir die nicht alle angeschaut, weil mir die Artworks halt nicht wirklich gut gefallen. Und ja, insofern ist das jetzt das keine Karte, die man normalerweise checken würde, aber Reanimate ist eine gute Karte. Und wieder mal eine zweite Rare, so by the way. Unfortunate Accident. Auf den Schienen festgebunden. Ganz, ganz blöder Zuunfall. Und ein Golem, der sieht auch fett aus. So, chup, chup, chup. Caught in the Crossfire, Forsaken Miner, Lord Lawbringer und Archmage Newt.
Der gute Salamander. Frosch ist es nicht, das ist ein Salamander. Rush of the Dead, eine zweite Rare. Journey to Nowhere, keine Rare. Und Ambush Gigapede, auch keine Rare. Aber trotzdem dafür wieder ein hübsches Sumpferl und eine Fledermaus. Ich frage mich, was die Fledermaus denn in der Hand hat. Das heißt, wir sind ein Ei tragen eigentlich. Ich habe die Lore nicht gelesen. Bin ein böser Junge. Lila Undefeated Slickshot. Okay. Essence Capture. Auch okay. Sinewoods Paladin. Der hat ein Elchreittier. Cooler Typ. Ein Mountain in Glitzer. Und der Drachen-Skorpion, der wilde Hund, 7-7 für 4 Mana oder so. Hesper Butte, Blend heißt. Great Train heißt. Security Critics. Das finde ich auch okay. Das Security Critics Act, das finde ich ganz okay. Mit dem Teufel da, mit den Schwertern in Falsch, das ist ganz cool, das habe ich auch schon gesehen. Finde ich ganz nett. Ruthless Lawbringer in Foil, ein Festival Clutch hatten wir schon und mal wieder Werbung. Ups, jetzt hätte ich fast zu den leeren Boostern gegriffen. Bin auch schon verwirrt. Aber ich habe meinen Schnitt massiv gebessert, fällt mir auf. Haha, Schurkenpack. Vielleicht, also halbe Stunde glaube ich nicht, dass ich schaffe, aber. Oh, Terror of the Peaks und Rest in Peace, gleich zwei Mythics und. Und ein dritter Rune-Stick. Ah, Leyline Binding. Nice und. Und eine Rare. Haha. Eine Foil, also eine Werbung. Drei Mythics und eine Rare, wenn das auch noch eine Mythic gewesen wäre. Aber das ist auch schon ziemlich sick. Terror of the Peaks, gute Karte, zwar ein Reprint, darum haben wir nicht behandelt, aber eine sehr gute Karte, X-Ray. Rest in Peace, auch eine sehr gute Karte, ist zwar halt schon, weißt du, der wievielte, dritte Reprint oder so, vierte Reprint. Aber ja, finde ich das Artwork auch cool, muss ich gestehen. Leyline Binding. Offensichtlich eine gute Karte. Auch nice. Ascha, der ist auch auf den Schienen festgebunden scheinbar. Sehr nice. Und Tiny Bones, Joins Up hatten wir zwar schon in Non-Foil, aber haben wir im Set-Spotlight auch behandelt. Fand ich auch eine gute Karte. Sehr geil. Drei Mythics, eine Rare. Sick. Das ist schon stark. Starke Leistung, Patrick. Da sieht man, ich mache Booster schon seit Jahren auf. Ich kann das schon. Und dann habe ich Tai Waken. Einen Tornado, einen Raven of the Fell Omens und das sah schon ganz cool aus. Also, ja, man kann nicht immer voll performen. Ab und zu muss man auch ein bisschen was weniger Tolles aufmachen. You know, sonst schaut es ja komisch aus. Alles ist schön angekommen, die Lavaspot Boots eben. Kevek, the Punisher, Bird in the Garden, Take the Fall und. Empress in Becker, ein Glitzer, Glitzer 2, Doppelglitzer, Doppelglitzer, Bird in the Garden, ne. Mem ist eine gute Karte. Ich war im Draft, vor allem sehr cool. Die ist ja urneu, oder? Die habe ich, glaube ich, auch letzten damit erst gedraftet mit Bird in the Garden. War die aus Murders at Call of Manor, oder? Wild. Mal wieder vier Ankommens, eine Ariette, die nette Ariette, ein Savage Smash, okay, ein Stealing Hound, Jack Barons und ein Scorpion Dragon. Ah, das ist den sie macht. Sehr passend, so. Könnt sich gleich zusammensetzen. Wobei, der schaut dem nicht sehr ähnlich. Also, nur entfernt verwandt, hä? Aber gut, sammeln wir das so. So, Boombox. Bei Boombox denke ich an was ganz anderem. Ihr wahrscheinlich auch. Also ja, vielleicht nicht. 80er Jahre waren halt Boombox. Ja. Aber ist natürlich so auch ganz witzig. Oh, Greed's Gambit. Ich meine, Hell to Pay hatten wir schon, aber Greed's Gambit finde ich cool. Ist eine coole Karte. Oh, B-Devil. Wieder mal drei Rares. Ah, okay. Slickshot Vault, Buster ist jetzt keine Rare leider. Ein Mountain ist okay. Und ein Mercenary mal wieder. Dadurch, dass der List-Slot diesmal halt aus Big-Karten und
Special Guest besteht und die Big Karten halt alle Mythic sind, ist halt die Quote an Mythics und Rares, die man im Booster aufmacht, offensichtlich höher, nicht wahr? Da ist mir gerade so eingefallen. Feastring Lookout, nice. Clear Shot, okay. Oh, ein Breaches, noch eine Rare. Der Blastmaker, ein Upgrade Buffs und ein Elemental. Assau. Jo, ist so. Nochmal der Doktor. Vraska the Silencer. Die Frau Vraska. Collective Defiance. Noch eine Rare, also Mythic Rare. Na, okay, und Chance. Aber Gem Lightfoot, Sky Explorer schaut wenigstens ganz cool aus. Und noch eine Foil dafür. Upgraded Bluffs in Foil haben wir auch. Und eine Artkarte. Was geht da hin? So, Binding Negotiation. Marjesa. Hindering Light hatten wir schon. Pick Prickly Pear. Okay. Eine Plains und die Gurde Gießer, die Grinse Gießer unterschrieben. Da gehört's zusammen. Könnt ihr euch gratulieren? Ist einfach so. Shit deppert. Gefällt mir. Genau meins. Schön blöd. Was haben wir da? Three Steps Ahead. Und Fractured Identity. Fractured Identity finde ich auch okay. Vor allem, weil ich das Original-Artwork nicht so aufregend finde, das Commander-Artwork, dann finde ich das auch ein okayes Artwork. Was haben wir da noch? Einen Spring Splasher, ein Frog Beast, nicht so aufregend, ein Fawn und ein Human Cleric. So, wir sind down to 5 Booster. No, jetzt habe ich aber Gas gegeben. Bist du deppert? Boom, Chakalaka. Oh, ein Concealed Courtyard. Sehr nice. Auch das finde ich geil mit diesem Windrad oder was das ist. Zerstörten. Oh, ein Nexus of Becoming. Noch eine Mythic. Was haben wir da noch? Ja, Fierce Retribution. Leider eine Rare. Leider eine Ankommen. Und ein Brimstone Roundup. Noch eine Ankommen. Das sieht aber geil aus, das Artwork besteppert. Mit dem Blitzen und dem Feuer. Zwar wieder mal sehr viel Foil, aber es gefällt mir gut. Ein Schlumpf. Und ein Clue. Der schaut auch geil aus. Dieser Glue-Token ist richtig cool. Die tote Hand mit dem Brief. Sehr nice. Also die tote Hand. Die Skeletthand. Sehr cool. Sehr cool. So. Nicht spielen, Lizard. Finde ich ja geil. Wieder 4 Ankommens. Einen Duelist of the Mind. Den haben wir nicht gemacht, weil ich ihn einfach nicht toll finde. Das ist ja die World Champion Invitational Karte vom Nathan Steurer. Steuer? Nein, ja, Steuer. Und der ist halt nicht, der ist halt eine 1-3 in deinem Zug, wenn du nichts Besonderes machst. Im gegnerischen Zug ist eine 0-3, also du hast halt irgendwie Instant-Karte. Dann, wenn du einen Crime committest, kannst du eine Karte ziehen und die kannst looten. Dann ist er halt eine 2. Ne, weiß nicht. Also, der ist leider sehr, also im Vergleich zum 2-1er Flash-Dude, den. Der jetzt ja noch standlegal ist, der halt viel besser ist. Also, Tyrant Scorn, gute Karte. Stop Cold, okay. Oh, eine Foil Plains mit den großen Wattebauschern. Das Springschaf. So, 3 Booster nur noch. Offensichtlich eine Artkarte in diesem Booster. Ich habe es von hinten erblickt. Offensichtlich 4 Uncommons. Ich habe es anhand der Commons bemerkt. Ein Calamity Galloping Inferno. Das fette Pferdl, das aber krass Sachen machen kann. Ein Terminal Agony. Okay. Ein Vault Plunderer. Auch okay. Und eine Marchesa. So. 2 Booster. Du. Aber ich meine, schaut eigentlich schon ganz gut aus, was ich aufgemacht habe. Viel besser. Another Round. Und ein Inspiring Vantage. Sehr geil. Also. Und ja, das hat Evia unter das Video von meinem Boros Convoker gespielt. Diese Karte ist schon urwichtig für das Deck. Wenn du jetzt 4-mal das spielen kannst, ist dein Mana halt so viel besser. Mana ist echt ein Problem von dem Deck. Schon geil. Und ein Archmage's Charm. Da haben wir wieder 3 Rares.
Nice, und. Oh, nur drei Rares. Sau geil, oder? Ja, ein Deepmug Desperado. Okay, why not? Ein Forest, den hatten wir noch gar nicht. Und ein Human Rogue. Haben wir alle? Ja, wir haben alle einmal. Oh, das ist das edel. Und zwar, wir haben sie sogar in der richtigen Reihenfolge offensichtlich aufgemacht. Like a boss. So, ein Booster haben wir noch. Was bringt der uns, der letzte Booster? Drei Uncommons nur, weil das waren zu viele Commons. Was sage ich? Nochmal den wilden Salamander. Ein Heartless Pillage, das hatten wir auch schon. Ein Bristleback Sentry, den hatten wir noch nicht. Zumindest sicherlich den Foil. Eroded Canyon und den Human Warrior. Na gut, der letzte Booster war jetzt nicht aufregend. Aber in Summe schaut das nicht so schlecht aus. Also man sieht hier, bevor ich das irgendwelche lustigen Schnitte mache, der Stapel an Commons im Vergleich zum Stapel an Uncommons ist circa 2 zu 1. Also viel mehr Uncommons als Commons. Plups. Plups. So. Dann Rares. Big Karten. Rares als Ding. Dann hat man natürlich noch die Uncommons aus OTP. Weil da gibt es ja nur Uncommons als Mystics. Da gibt es ja keine Commons. Das haben wir da noch. Dann habe ich eben 5 von den Ländern aufgemacht. Am meisten von den Dual-Ländern. Mehr als normale Basics. Auch hier der Vergleich. Ist auch sinnvoll, weil im Draft sind das natürlich das wichtige Länder und das halt nicht. Und die halt auch nicht. Ich meine, sind zwar hübsch, aber bringen da im Draft jetzt relativ wenig. Jo, dann natürlich ein paar Artkarten. Eine unterschriebene. Ist ganz nett. Den Bären. Einiges an Tokens. Blub. Und was hier überbleibt, sind noch die. Also der Token geht auch noch da weg. So. Schuppen. Die Magda ist. Nein, zwei unterschriebene. Ich habe die Gießer vergessen. Die Grinse-Gießer. So, und bei den Foils schauen wir jetzt noch kurz, ob wir da auch noch Rares haben. Ich glaube nämlich schon. Eine Rare. Zweite Rare. Eine dritte Rare, beziehungsweise Mythic in dem Fall sogar. Vierte Rare. Sick. So. Und jetzt kommt der altbekannte Cut. Und ich lege diese Rares der Nummer nach auf, damit ihr sehen könnt, wie viel ich in Summe habe. Bis gleich. Okay, das sind absurd viele Karten. Ich habe das versucht so aufzulegen wie immer und dann da unten ist mir einfach der Platz ausgegangen, obwohl ich so viel Doppelte habe. Ja? Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Rares und oder Mythics. 64. Das ist schon wirklich viel. 64 finde ich schon echt arg viel. Und ich meine, ich habe, wie wir gesehen haben, vier Foils aufgemacht, vier Foil Rare Mythics. Das ist natürlich schon lucky, da könnte man wegnehmen, dann sind es halt 60, aber man wird schon eins normalerweise aufmachen. Ich habe Mythics aufgemacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs aus dem normalen Set, dann halt eine Wanted-Karte. 7, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Big-Karten sind 14 und dann noch 1, 2 da aus den OTPs, das heißt 16 Mythics. Sick. Nein, OTP verzerrt es natürlich ein bisschen, weil das halt nur Mythics sind, aber trotzdem. Es hätte ja auch eine Special Guest sein können, das wäre dann auch Mythic. Also. Schon geil. Find ich schon geil, muss ich sagen. Ja, ich will auch nicht viel mehr dazu sagen. Ich habe, was natürlich ein bisschen sad ist, ich habe keine Chase aufgemacht und keine Oko. Das sind beides natürlich sehr gute Karten. Aber die vor allem halt Chase, ich vielleicht unterschätzt habe im Set Spotlight, so wie sich momentan
Also man kann schon wirklich perverse Sachen mit seiner Ability machen, ein bisschen cheaty und so, aber ja, also cheaty, ja, das Dinge machen, die das Game so nicht vorgesehen hat, aber trotzdem, ich habe auch da bei diesen Big-Karten gute aufgemacht. Ich meine, der ist natürlich sick, weil das ist super selten, so eine Wanted-Karte aufzumachen im Display. Und da habe ich der auf die Big gezählt, weiß ich nicht. Da wird noch eine Mythics. Ich glaube, die habe ich übersehen, actually. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind es noch 6? Ich soll es bleiben lassen, ich kann nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, mit der 7. Na, dann passt sie. Ja, das passt sie. Habe ich nichts vergessen, ja. Also, ich finde es cool. Ihr könnt es gerne unter das Video schreiben, wie euer Booster-Display ausgesehen hat, falls ihr euch eins geleistet habt. Oder was ihr generell dazu davon hält. Ich weiß, dass die Stimmung zu Playboostern eher so mehr war am Anfang. Ich persönlich finde es eigentlich gut. Also, der Shop ist natürlich super, weil es weniger Klumpert herumstehen hast. Du hast nur noch einen Booster zum Verkaufen statt zwei. Und in Wirklichkeit sind es ja Set-Booster mit halt mehr Commons. Ja? Und es sind halt jetzt 36er an Display statt 24. Was natürlich das alles etwas teurer macht, eh klar. Aber in Wirklichkeit, das schaut aus wie ein Set-Display von den Rares, die ich da gerade aufgemacht habe. Und wie das Limited-Erlebnis ist, ob das sich halt, schau mal, wie es bei Murders of Carl of Manor war, es sehr aggressiv in Wirklichkeit großteils. Ob sich das gut anfühlt, ob sie das schaffen, dass das gebalanced bleibt, ist, glaube ich, eher die Frage. Aber so auf dem Aufreißen ist geil. Gut, das war's von mir. Ich danke fürs Zuschauen. Ihr könnt, wie gesagt, gerne Kommentare hinterhalten. Ich freue mich. Kommentare hinterlassen. Ich freue mich darüber. Sonst natürlich im nächsten Video sehen oder auch im Spiel am Wiener treffen. Und natürlich alle sozialen Medien und you know the drill. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, wa. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.